Jetzt Rizzuto versucht noch den Ball, den Damian Rosbach über links geklärt hat, zu retten. Vor der Seitenauslinie schafft er aber nicht. Insofern Einwurf für Sandhausen, die ja solche Situationen jetzt nutzen wollen und nutzen müssen, wenn sie überhaupt hier zu einem Torerfolg kommen wollen im Ostseestadion, wenn sie nicht nur einfach hinten das 0-0 ermauern wollen, dann werden sie hier über die Standards gehen, sitzen, sind aber gar nicht so vorne irgendwie mit den Kopfballstarken, sondern sie spielen den Ball hinten und jetzt kommt der Ball rein, gechippt und der ist gar nicht so schlecht und Kolke hält ihn. Da stimmt irgendwas nicht. Das war ein Tor. Was war denn das für ein Tor? Der Ball kommt hinter die Abwehr, lang auf den langen Pfosten, da ist ein Sandhauser, der bringt ihn aufs Tor, dann prallt der Ball auf den Kolke, dann dort zum nächsten Sandhauser, dann auf die Linie und da steht einer und schiebt ihn ins Tor und da wollte keiner im Abseits gewesen sein. Boah. Jetzt wäre der richtige Zeitpunkt, dass der Videobeweis uns einmal was Gutes tut. Ich hätte immer gesagt, dass das ein Abseits war, deswegen habe ich mich da gar nicht irgendwie groß aufgeregt, dass der Ball da durchgekommen ist, aber er war sehr lange in der Luft, das könnte natürlich möglich sein. Und ich möchte jetzt bitte einen Videobeweis, ich möchte bitte, bitte einmal jetzt einen Videobeweis, Helmer. Was? Er zeigt mit dem Finger dahin. Ja. Er gibt das Tor. Abseits. Das war doch Abseits. Das ist doch Abseits! Ah, der war nicht dran, der andere. War nicht oder dran. Aber bei der Flanke. Ein selten dämliches Kullertor, was aber so typisch ist für ein solches Spiel. Wenn eine Mannschaft bis zur 30. Minute überhaupt nicht wirklich was macht und dann mit einer Flanke, die da am langen Pfosten durchrutscht und dann so reingekullert der Ball, das ist eben, ja, das ist kein Abseits. Das ist kein Abseits, gleiche Höhe, aber der Arm ist ja vorne, ne? Mit dem darf er ja kein Tor erzielen. Ja. Okay. Also das Tor wird wohl regulär gewesen sein. Jetzt wird es umso bitterer. Sandhausen mit einer einzigen Kullerchance. Oh, ist das übel. Tja, in dieser Liga wird dir gegen keinen Gegner was geschenkt. Jetzt Gregor Mladic, hebt den Arm, bringt den Ball. Der Ball kommt kurz, flach rein. Da ist Lukas Frode. Handspiel. Wir monieren Handspiel. Zweiter Ball, Rich Munzi. Was macht er? Schießt er aus 16 Metern? Ja, aber drüber. Aber wir monieren Handspiel. Und der Video scheint drauf zu gucken. Wir gehen dorthin, wir reklamieren. Und ich erinnere an das letzte Spiel, als wir einen Elfmeter zugesprochen bekommen haben, der aufgrund des VAR zurückgenommen wurde. Diesmal, ja, aber wir brauchen diesen VAR nicht immer herbeireden. Ne? Er muss es einfach mal entscheiden. Mal was für uns. Aber und ich sag's gleich mal, wenn wir jetzt... Videoassistent wird angezeigt. Videoassistent wird angezeigt. Und dann wird es ein Elfmeter. Wenn wir diesen Elfmeter kriegen sollten, müssen wir ihn auch erst verwandeln. Ne? Was meint Situation? Kein Spaß. Achso, Überprüfung. Was meinen Sie, schießt John Verhoek oder Nick Omladic? Ich sage, es ist ein Elfmeter, sagt er, wenn es schon überprüft wird. Also, wenn der Schiedsrichter das eigentlich nicht pfeift und der Videoassistent eingreift, das wäre ja logisch. Aber die Handspielregelung ist ja, oder die Bewertung von Handspiel ist ja vor der Saison geändert worden. Die ist deutlich, ja. Also wenn jetzt hier kein Elfmeter kommt, dann sage ich die nächste Minute nichts. Dann bin ich erstmal stockig sauer. Nur immer gegen uns der Videobeweis. Wenn das er kommt, darf ich ihn moderieren. Ja, und dann moderiere ich doch das 1-1 von John Verhoek. Der wird dann nämlich... Keiner. Keiner. Ja. So, ja. Da wo er ihn uns ausgespielt hat. Gefühlt würde ich sagen, wenn ich jetzt neutral wäre, was... schwierig ist zu simulieren. Da guck mal, der Spieler, der so lange liegen geblieben Kartenhaus ist. Das Kartenhaus der Sandhausener müsste eigentlich immer mehr bröckeln. Wir müssen einfach nur versuchen, eine der unteren Karten endlich mal rauszuziehen, damit das anfängt richtig zu wackeln. Aber wir schaffen das bislang noch nicht. Wir müssen am Ball bleiben, wir müssen einfach weitermachen. Irgendwann wird dieses Gebilde dann auch mal zusammenfallen. Jetzt Hanno Behrens am 16er, geht Richtung 16er, könnt ihn durchstecken, auf Verhoek, da könnt ihr schießen. Verhoek schießt! Tor! 54. Minute, da ist der Ball drin. Hanno Behrens, Spiel geht wunderbar frei. Und John Verhoek, der hat einen Lauf, der macht sie blind. Und ohne hinzugucken, rechts unten, 1-1. Und da wackelt das Gebilde nicht nur, da bröckelt es langsam. Meine Güte, Helmer, du kannst ja mal richtig aus dir rausgehen. Also, ich hoffe, deine drei Jungs haben jetzt alle zugehört. Na, einer ist ja mindestens im Stadion.
der hier das wird genauso gebrüllt haben wie der Vater. John Verhoek jetzt wieder mit einem Jubel zur Tribüne und wir gucken auch auf die Söhne von John Verhoek. Er hat ja auch inzwischen an der Anzahl 3, also da seid ihr euch gleich, Helmer. Und wenn dieser John Verhoek vorne irgendwie den Ball im Strafraum kriegt, der ist ja ein Phänomen, dann macht er ihn mit rechts, mit links, mit irgendwas ist der Ball drin. Also John Verhoek, unsere Lebensversicherung hier in der zweiten Liga, der sich mit einem schlechten Start immer mehr hier in die Herzen der Fans gespielt hat. Hammer, Wahnsinn. Und Helmer, wir können abschließend sagen, hochverdient. Haben Fehlpass von Omladic in den eigenen Strafraum und Schuss gehalten von Kolke. Riesenparade von der Krake nach diesem bösen Fehler von Nick Omladic, wo sie den Ball in die Mitte legen können. Und dann ist die Krake mit dem linken Fuß dran, klärt die Situation. Herzinfarkt-Moment. Und der Herzdoktor heißt Markus Kolke. Aber schöner Einwurf jetzt, da kommt Bahn Richtung Grundlinie an den Ball, kriegt Helle noch vor der Eckfahne, er flankt den Ball vor das Tor, der Ball kommt gut auf John Verhoek, der wird geschubst, Ball abgelegt, Behrens schießt und an die Latte und Ball im Ball, ja, was ist, nein, 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 was für eine Szene, dreh ihn mal an den Pfosten, der Abpraller geht an den Kopf von Behrens und von Behrens aus einem Meter über den Kasten, unfassbares Glück für Sandhausen, unfassbares Glück. Behrens trifft die Latte, der Abpraller zu Mamba geht an den Pfosten und von dort zu Behrens auf den Kopf und von dort irgendwie übers Tor. Also, wie viele Pilze haben die in der Tasche? Es ist unglaublich. Das gibt's ja gar nicht. Also so eine Szene, das gibt's ja gar nicht. Wir haben drei Chancen ja auf einmal gehabt, Helmer, und alle drei Chancen waren nicht drin. Und das ist alles das nur Pech gewesen. Also da hast du nicht viel falsch gemacht. Weiter Ball jetzt nach vorne. Wir wollen weiten Ball sehen. Der Ball kommt zentral mit Kopfballverlängerung von Baxter Bahn. Und jetzt wird mitten in dem Angriff abgepfiffen. Das verstehe ich auch nicht, aber gut. 1-1. Leute, alle, die es nicht gesehen haben und die es nur gehört haben von uns. Also, der FC Hansa Rostock spielt 1-1 gegen den SV Sandhausen. Dieser Punkt ist mehr als nur verdient. Also alles andere als Punkten wäre heute bei dem Spiel, gerade mit zunehmender Spielzeit, ein Witz gewesen. Was wir leider nicht geschafft haben, war am Ende dieses wackelige Konstrukt, was nur gehalten hat, weil so viele an diesem Haus gezerrt haben, da an der Abwehr bei Sandhausen. Die sind geschwommen die letzten 20 Minuten, haben Pfosten, Latte und alles, was sie haben, zur Hilfe gerufen. Und Drebes, der da noch die Fingerspitzen dazwischen hatte. Wir haben alles gegeben. Die Mannschaft hat hier total dominiert. Gerade nach dem 1-1 wurde es dann von Minute zu Minute heftiger. Das Einzige, was fehlte, und das war heute tatsächlich so ein Mini-Quäntchen Glück, dass der Ball nicht eben von der Latte zurück, sondern ins Tor springt. Vom Pfosten zurück und ins Tor springt. Ja. Das Glück, das hätten wir uns heute auch verdient gehabt. Einsatz, Laufbereitschaft, überragend in der zweiten Halbzeit. Von Minute zu Minute hier gezeigt, wer Herr im Hause ist. Am Ende ja, ist es nur ein Punkt, aber dieser Punkt, der kann auch noch ganz viel wert sein. Denn alle da unten haben ja nicht gepunktet, beziehungsweise keiner hat gewonnen. Und so bleiben die Abstände, die wir auf die Plätze hinter uns haben, ja, bestehen oder werden größer. Und wir müssen einfach so weitermachen. Jedes Spiel mit diesem Einsatz, mit dieser Leidenschaft. Dann purzeln auch irgendwann mal wieder 3 Punkte in unser Netz. Und so viel Glück wie Sandhausen haben nicht alle in dieser Liga.